Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 138 Pineapples, zweiter Teil. In der Höhle, nahe bei Hogsmeade, hatte Kingsley genau zugesehen, wie Joffreys mit den Kisten umgegangen war. Alle waren vorsichtig geöffnet worden und deren Inhalt wurde mit den Augen inspiziert. Jedoch hatten die Muggel den Fund nicht angefasst. Nachdem alle 13 Kisten geöffnet worden waren und der Sprengstoffexperte sich eine Übersicht über die Gesamtsituation verschafft hatte, zog er den Sicherheitshelm vom Kopf. Ich weiß nicht, Shacklebolt, ob ich sie hier haben möchte, wenn ich eine der Granaten in die Hand nehme. Die Sicherheitsvorschriften erfüllen sie mit ihrer Kleidung jedenfalls nicht, und wenn ich ehrlich bin, hätte ich sie am liebsten schon rausgeschickt, bevor ich eine der Kisten auch nur angefasst habe, sagte Joffreys amüsiert. Möchten Sie, dass wir gehen? Fragte Kingsley gelassen. Es wäre mir sehr recht. Nehmen Sie es bloß nicht persönlich, aber es ist schon genug, wenn sich meine Männer so einer Gefahr aussetzen. Gut, wir warten draußen. Viel Glück, sagte Kingsley, bevor er zusammen mit Tonks die Höhle verließ. Erleichtert aufatmend, sagte Joffreys zu seinen beiden Männern. Was denkt ihr? Ross zog eine Augenbraue in die Höhe und antwortete grinsend. Die Kleine ist ganz schnuckelig, aber der Schrank neben ihr... Ich meine die Granaten! Bevor sich Garland und Ross, die bereits schelmisch schmunzelten, einen Scherz erlauben würden, deutete Joffreys auf die Kisten und verdeutlichte... Diese Granaten, Jungs! Garland riss sich als erster zusammen und sagte ernst, da hat sich jemand mit den Restbeständen des Ersten und Zweiten Weltkriegs eingedeckt. Es sind auch Granaten aus anderen Kriegen zu finden. Ross machte weiter. Wenige Stielgranaten sind dabei, die meisten sind Pineapples und nur einige Panzerabwehrgranaten habe ich gesehen. Echt? Wo? Fragte Garland, bevor er sich einen Rüffel einfing. Wozu? Begann Joffreys gereizt. Machen wir eigentlich jede Kiste auf. Du musst die Augen aufhalten, verdammt nochmal! Kommt nicht wieder vor, Sir, versprach Garland. Joffreys nickte Garland zu, bevor er für die beiden Männer wiederholte. Nach der Anzahl der Granaten haben wir es in erster Linie mit Rauchgranaten und Stunts zu tun, die weit über die Hälfte ausmachen. Die meisten Kisten sind nicht einmal voll. In einer... Er deutete auf eine bestimmte. ...befinden sich nur die 4 Stielgranaten. Der Rest besteht aus Eiern und Äpfeln und den paar Blitzkrach. Nachdem Joffreys und seine Männer nach draußen gekommen waren, fragte Kingsley sofort nach der Lage und der Experte antwortete gewissenhaft. Wer immer das dort gelagert hat, wird in den Knast wandern. Ansonsten ist nichts dabei, mit dem wir nicht fertig werden würden. Ich frage mich nur ernsthaft, was hier in der Nähe sein sollte, das man damit bedrohen wollte. Ohne zu überlegen, antwortete Tonks. Eine Schule? Kingsley warf ihr einen warnenden Blick zu und Tonks bereute ihren Ausrutscher sofort. Eine Schule? Welcher Irre würde eine... Ah, nein, vergessen Sie es. Es gibt eine Menge Verrückter da draußen, sagte Joffreys abschweifend, bevor er wieder ernsthaft über die Situation sprach. Wir werden es abtransportieren und zum nächsten Sprengplatz fahren. Dort wird man das Beweismaterial begutachten, Fotos und Listen machen, bevor es anschließend gelagert oder hochgejagt wird. Je nachdem, wie die da oben entscheiden. Es ist möglich, sagte Kingsley, dass sich in der Höhle noch mehr befindet. Wir haben das noch nicht geprüft. Aufgrund dieser Aussage
wandte sich Geoffrey an einen seiner Männer und befahl: Hol die Spürhunde! Die anderen sollen versuchen, mit dem Wagen so nah wie möglich heranzufahren. Der Mann gehorchte und begab sich sofort ins Wasser, wenn auch wegen der Kälte wild fluchend. Shacklebolt! Als er Kingsleys Aufmerksamkeit erlangt hatte, fragte Geoffreys: Wir sollten gehen. Meine Männer werden das erledigen. Geoffreys schaute zu Williams hinüber, der vorhin ins Wasser gefallen war und am ganzen Körper zitterte. Der Mann musste völlig unterkühlt sein. Williams, du kommst mit ins Dorf. Bist hier keine große Hilfe mehr. Williams nickte, doch selbst diese kleine Bewegung fiel ihm schwer. Man hörte seine klappernden Zähne und im Licht der Taschenlampe bemerkte Geoffreys, dass Williams Lippen blau waren. Steif wie er war, konnte der Mann kaum noch laufen, sodass er von seinem Einsatzleiter durch das Wasser geleitet wurde. Tongs und Kingsley hatten sich vorhin schon die Hosenbeine mit einem Zauberspruch geschützt, sodass die Kleidung zwar bis zu den Oberschenkeln nass wirkte, jedoch nicht durchnässt war. Beim Anblick von Williams bekam Kingsley ein schlechtes Gewissen. Nicht nur bei ihm, sondern bei allen anderen Männern könnte er einen Schutzzauber gegen das Wasser sprechen, aber das würde zu viel Aufsehen erregen. Noch während des Rückweges trafen sie auf die Wagen, die vorsichtig über die verschneite Wiese fuhren, damit die Männer nicht zu weit laufen mussten, wenn sie die Kisten abtransportierten. Geoffreys ließ sich aus einem Wagen eine Decke geben, die er Williams überwarf. Im Dorf selbst machte sich nicht nur Geoffreys Sorgen um seinen Mann, sondern auch Tongs und Kingsley. Sie hatten Williams auf die Stufen von den drei Besen gesetzt. Haben Sie noch Decken, Shacklebolt? Er könnte welche herbeizaubern, dachte Kingsley, aber er durfte nicht. Tut mir leid, aber nein, wir haben keine. Geoffreys blickte sich um und fragte gleich darauf: Können wir in eins der Gebäude hinein? Er muss aus den nassen Klamotten raus. Die Häuser sind versiegelt, es tut mir... Ja, es tut Ihnen leid, ich weiß. Unterbrach Geoffreys genervt, aber sein Ärger galt nicht Kingsley, sondern der Tatsache, seinem Kumpanen keine Erleichterung verschaffen zu können. Williams? Der Mann hatte bereits die Augen geschlossen. Williams, sieh mich an! Nur zaghaft öffnete der Frierende seine Augen. Geoffreys zog seine Jacke aus und legte sie über die Decke, bevor er fragte: Wie geht's? Kaum wahrnehmbar antwortete: Ich fühle meine Hände nicht. Geoffreys schaute sich im Dorf um. Überall liefen die Mitarbeiter von Shacklebolt herum, doch Fahrzeuge konnte er nicht ausmachen. Aus Sicherheitsgründen konnte er Williams nicht einfach in einen der eigenen Wagen setzen und den Motor laufen lassen, während die anderen die gefundenen Granaten im hinteren Teil des Fahrzeuges in speziellen Kisten einlagerten. Haben Sie einen Wagen hier, wo er sich reinsetzen kann? Vielleicht mit Standheizung? Den Kopf schüttelnd erwiderte Kingsley: Bedauere sehr. Er fühlte sich schäbig, weil er jegliche Hilfe versagen musste. Wie wäre es mit Alkohol? Fragte Tongs, der gerade eine Idee gekommen war. Ja, her damit! Moment, ich hole etwas, sagte Tongs und verschwand in einer Gasse neben den drei Besen. Wie erwartet, fand sie in einer Mülltonne eine Flasche Feuerwhisky mit einem einzigen Schluck darin. Mit Zaubersprüchen säuberte sie die Flasche gründlich, bevor sie den Rest Alkohol vervielfältigte, sodass die Flasche am Ende randvoll war. Zurück bei den Männern reichte sie Geoffreys die Whiskyflasche, deren Verschluss sie vorher entfernt hatte. Williams hatte kein Gefühl in den Lippen, weswegen eine Menge von dem guten Whisky daneben ging und die Jacke und die Decke benetzte. Verdammt, murmelte Geoffreys, bevor er in den Taschen seiner Jacke kramte, die er Williams übergeworfen hatte. Er zog etwas heraus, schaute darauf und schimpfte. Ja, minus 11 Grad Celsius. Besorgt blickte er zu Kingsley hinüber und fragte: Können wir wenigstens irgendwo ein Feuer machen? Ich. Sie bedauern es, vervollständigte Geoffreys. Nehmen Sie es mir nicht übel, Shacklebolt, aber Sie haben Ihren Aufgabenbereich, ich habe meinen.
und zu meinem gehört, dass ich meine Männer in dieser Einöde nicht erfrieren lasse, weshalb ich mir jetzt etwas suchen werde, mit dem ich ein Feuerchen machen kann. Kingsley hielt ihn nicht auf und sah dabei zu, wie Joffreys die Straße entlang ging und eine Gasse bog. Ein wenig später hörte man das Geräusch von berstendem Holz. Gleich darauf zischte es und aus der Gasse war ein roter Lichtblitz zu sehen. Davon alarmiert, rannte Kingsley in die Gasse und sah einen seiner Auroren, der seinen Zauberstab gerade wieder senkte. Am Boden lag Joffreys. »Was denken Sie sich dabei?« fragte Kingsley den Auroren sehr ungehalten. »Er hat randaliert und den Stuhl dort zerschlagen«, rechtfertigte sich der junge Auror, den das Gefühl beschlich, etwas wirklich Schlimmes getan zu haben, denn sein Vorgesetzter war in der Regel nicht sehr leicht aus der Ruhe zu bringen. »Gehen Sie zu den anderen, sofort!« »Ja, Sir«, kam kleinlaut von dem Auror zurück, bevor er sich verdrückte und innig hoffte, morgen für sein Handeln nicht büßen zu müssen. Sich langsam dem Bewusstlosen nähernd, hörte Kingsley Schritte hinter sich. Tonks war ihm gefolgt und begann. »King Williams hat das Bewusstsein ver...« Sie hielt inne, als sie Joffreys am Boden liegen sah. »Nicht nur Williams.« Kingsley seufzte, zog seinen Zauberstab und sagte. »Jetzt ist es sowieso egal.« Mit einem Wink seines Stabes brachte er Joffreys wieder zu Bewusstsein. Der rieb sich als erstes den Kopf, bevor er aufblickte, den Zauberstab bemerkte und skeptisch fragte. »Was ist das? Womit hat mich Ihr Mann lahmgelegt?« »Stehen Sie auf, wir müssen zu Williams«, sagte Kingsley und reichte Joffreys seine Hand, die dieser auch gleich ergriff. »Das ist Punkt 2 auf meiner Frageliste«, murmelte Joffreys, bevor sie zurück zum Eingang der drei Besen ging. »Williams?« fragte Joffreys besorgt, als er seinen bewegungslosen Freund erblickte, der mit einer Seite an einem Holzbalken lehnte. Er befühlte das Gesicht seines Kumpan, tastete im Anschluss nach der Halsschlagader und sagte aufgebracht. »Himmel, wir müssen was unternehmen, sonst stirbt er uns weg!« Williams Körper rutschte langsam nach hinten, doch Joffreys umfasste mit einem Arm die Schultern des Bewusstlosen und hielt ihn in einer sitzenden Position. Im Mungus war Marie in ihrem Bett schon etwas weiter hinuntergerutscht, doch nichtsdestotrotz las sie in dem Heilerbuch gerade das Kapitel über die Behandlung von erfrorenen Gliedmaßen, als sie neben sich unverhofft ein leises Stöhnen vernahm. Im ersten Moment wollte Angst sie übermannen, doch sie hielt sich vor Augen, dass sie eine Schwester war und die Frau neben ihr unter einer schlimmen, nicht definierbaren Krankheit litt. Blitzschnell stand Marie auf und erhellte das gesamte Zimmer auf der Seite der Patientin mit einem Zauber. Ohne Übergang erstarrte sie einen Moment, als noch leicht neblige Augen sie anzuschauen versuchten. Der Kopf von Miss Parkinson lag etwas schräg und nicht wie vorhin mit dem Gesicht zur Zimmerdecke. »Miss Parkinson, können Sie mich verstehen?« fragte Marie mit zitternder Stimme. Die Patientin nickte sanft und es schien, als wäre sie eher damit beschäftigt, sich auf ihre Atmung zu konzentrieren. Marie eilte zum Bett, legte eine Hand auf die Stirn der Patientin und atmete derweil selbst so hastig, dass sie Angst haben musste, zu hyperventilieren, wenn sie sich nicht beruhigte. Schwächlich und kaum vernehmbar wie das Zwitschern eines Vogels, der an einem Sommertag hoch oben im Himmel seine Runden drehte, hörte sie Miss Parkinson ihren Namen hauchen. Völlig sprachlos blinzelte Marie ein paar Mal, bevor sie ihre Stimme wiederfand und mit der eben gewonnenen Erkenntnis entsetzt kombinierte. »Sie bekommen alles um sich herum mit.« Darauf hauchte die Patientin den Namen ihrer Tochter. »Der geht es bestens. Und Mr. Zabini auch«, sagte Marie eilig, denn es war ihre Aufgabe, Professor Juno zu kontaktieren, sollte Miss Parkinson erwachen. Sie spurtete schon zur Tür, da hielt sie auf dem Weg wie versteinert inne und kehrte Sekunden später aus reinem Instinkt zum Bett zurück. Sich neben die Patientin setzend, beobachtete sie,
wie langsam die Farbe ins Gesicht der vermeintlichen Toten zurückkehrte, die Lippen rosig wurden und die Augen an Lebendigkeit gewannen. Miss Parkinsons Atmung war bereits regelmäßig, wenn auch nur schwach. Eine warme Hand legte sich unvorhergesehen auf Maries und sie schaute hinunter. Nichts an der Hand war abstoßend und deswegen drückte sie sanft zu. Wie sie es schon oft bei Patientinnen und Patienten getan hatte, und währenddessen schenkte sie Miss Parkinson ein ermutigendes Lächeln. Ein Geistesblitz durchfuhr Marie und sie zog ihren Zauberstab. Mit vorbereiteten Worten warnte sie: Erschrecken Sie sich nicht. Ich werde Ihnen Blut abnehmen. Jetzt war wenigstens welches vorhanden. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.